Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ja, ihr könnt es an der Leistung erkennen. Entschuldigung. Ich habe das Vierer-Messer craften können. Auf der Rückfahrt hatte der gute Rekt noch drei Knife-Bücher und dadurch haben wir das Vierer freigeschaltet. Ich habe dann auch uns endlich mal eine geile Spitzhacke gemacht. Zwar eine Stufe 1, aber wir haben sie zumindest. Und ich würde sagen, wir snacken jetzt erstmal was. Und trinken noch mal ein bisschen was. Und dann machen wir noch eine Quest, denn wir haben Tag 14. Das ist Hordentag. Wir machen jetzt eine Quest, dann geht es ein bisschen im Baseball noch mal Horde, nur ein bisschen nachjustieren, ein bisschen alles reparieren. Und dann gehen wir auch noch in die Hordennacht rein. So, was haben wir denn hier da Schönes? Befallen würde ich nicht machen, ich würde sagen, säubern und abholen. Einfach, dass wir noch eine weitere Quest mitgenommen haben. Wir haben jetzt ja doch schon dann einige drei abgeschlossen, muss ich ja sagen. Gefällt mir. Vehikelbücher habe ich auch noch kaufen können. Da sind wir jetzt bei 17. Das heißt, es fehlen nur noch drei für das Minibike. Da freue ich mich halt auch schon mega drauf. Danach geht es halt auf jeden Fall los, dass wir ranchen müssen. Wir müssen dann auf jeden Fall Sprit besorgen. Das wird so der Knackpunkt sein. Aber das kriegen wir dann, denke ich mal, irgendwie hin. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, sobald wir das Minibike haben. Ich habe mich aufs Fahrrad gefreut, ich kenn's. Endgame wird halt erstmal Motorrad sein, Auto. Ja, ist schön und gut, ein Auto zu haben, aber das, ne? Ihr wisst, wie es ist. Hat man das hier schon gelootet? Nein, hatten wir nicht. Handyland. Reparaturwerkzeuge. Klauenhammer Stufe 5. Pass mal auf, dann nehmen wir das jetzt nochmal an. Und holen das Ding gleich nochmal. Jetzt bin ich gespannt, wie das Vierermesser reinschallert. Uhu, Taschenmod. Was kosten die denn? Taschenmod. Ja, können wir vielleicht noch die eine oder andere machen, dass wir mal endlich mal zwei Slots haben. Weil aktuell sieht es nicht so gut damit aus. Wir haben, glaube ich, eine Taschenmod drin, dass wir zwei Slots mehr haben. Das war's. So. Das. Dann gehen wir runter. Ich glaube, die haben wir zuletzt ja auch gemacht, ne? Stimmt. Wo waren das? In der Wüste? Na, wie schmeckt dir mein neues Messer? Hm? Dubidubidubidubidu. Wir gehen looten, looten, looten. Und nebenbei hauen wir noch ein paar Sachen kaputt. Eine doppelläufige Schrotflinte. Ist besser als die normale, ne? Oh, die Shit, wo kommst du denn her? Oh, Gottchen. Kannst du gleich so einen Schrecken einjagen? Hätte das nicht direkt das Minibike-Fahrwerk sein können? Hi, Nadu? Ich liebe dieses Messer. Und ich freue mich schon, wenn wir da noch dementsprechend weiterkommen. Und dann hoffentlich irgendwann die Machete haben. So, hier geht's raus, hier geht's rum. Fetch haben wir. Fetch, Fetch, Fetch. Im Englischen. Nicht Fetch, Fetch. Dass ich mir das niemals einpräge, ist unglaublich. Oh, der liegt. Das haben sie ja schön gemacht, dass sie hier wirklich alles verbarrikadiert haben. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, auf einer Basis habe ich noch ein bisschen Essen, Trinken angestellt und ein bisschen Maisbrot. Hier ist es verschlossen. Hallo, sag doch was. Gleichen sich schon die Zombies an. Meine Güte. Bleib da liegen. Uiuiuiui. Oh, Knife Guy, wieder ein Stückchen weiter. Sehr cool. Geil, dass wir da so vorankommen, dass wir auch diese
Knife-Bücher finden, das macht einfach Spaß. Ich finde es sogar geil, dass mit dem Knüppel. Unser Knüppel habe ich übrigens zerstört. Den brauchen wir nicht. Wir haben ja schon, lange mal rausgeholt, muss ich ja sagen. Selbst gegen die ist es so langsam kein Problem mehr. Und du hast irgendwie gar keine Ausdauerprobleme. Kommt vielleicht nochmal mit der Machete, weiß ich nicht. Mal gucken. Bin ich gespannt. Was habt ihr hier drin? Bücher, Scrapping. Ich sollte mich vorher vielleicht umgucken, ne? Und schon wieder überladen. Die können wir noch looten. Jetzt sind wir nass, nass. Da ist ein Ei. Und ein Medizinschrank. Da ist nur Papier drin. Im Klo genauso. So, sind wir doch gleich durch hier durch das Ding. Diesmal nicht. Zack. Ich weiß immer nicht, wo du herkommst. Aber so ist es nun mal. Gut, Quest erledigt. Kürbis-Käsekuchen freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Oh, habe ich Dietriche dabei? Ja, habe ich. 18 Stück. Oh. Ich muss sagen, wir finden relativ viele von diesen großen Verbandskästen. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, dass man da im Notfall dann nochmal welche hat. Können wir ja irgendwann ja auch mal herstellen, aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern. So, gib mir guten Loot, bitte. Okay, okay. Kann ich direkt zerlegen. Nehmen wir mit. Dankeschön. Sehr, sehr nett. So, jetzt bloß kein... Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Warum sind wir jetzt so langsam? Aber weil wir so überladen sind. Und das Auto hat man nicht gelootet. Was ist das denn nicht? Okay, Doki. Auf zum Fahrrad abgeben. An Tag 16 hat er übrigens ein Reset. Und dann muss ich mir mal einen Plan machen. Wir brauchen auf jeden Fall andere Rüstung, die wir anziehen müssen. Das sehe ich jetzt gerade zum Beispiel wieder. Und dann müssen wir uns einen Plan machen, wie wir weiterkommen wollen. Ich glaube, erstmal ist das nächste Ziel, weiter zu questen. So, dass wir das Minibike bekommen. Das sollte, glaube ich, nicht mehr ewig dauern. Ich weiß auch gar nicht mehr, was du dafür noch alles benötigst. Ich glaube, Fahrradlenker und so ein Spaß. Aber das können wir uns dann wahrscheinlich herstellen. Ich muss vielleicht nochmal schon mal vorsorglich ein bisschen Eisen schmelzen lassen. Und dann mal schauen, dass wir den Rest auch zusammenkriegen. So eine Batterie, das haben wir ja. Motoren haben wir, glaube ich, auch. Das sollte kein Problem sein. Anhalten, bitte. Dankeschön. Ein Minibike wäre schon cool. So. Rackdy, ich bin völlig überladen. Da war so viel Loot für uns. Ich weiß gar nicht. Wow. Time is money. Ja, ich sehe es auch so. Okay, ja, shit. Hopp und tschüss. Achso, die Jetons soll er mir auch geben direkt. Danke. Was machen wir denn? Die Feder kann auch noch raus. Boah, Knife Guy. Muss ich einmal nachgucken. Jagdmesser Stufe 5. Kann ich mir ein paar mitnehmen, mein Freund? Wie viel Geld haben wir gekriegt? 1000. Ja, gib mir die mal. Das ist vielleicht das neue Markt Jagdmesser anstelle des 5er. Achso, ich brauche irgendeine Mod. Ich will mal kurz gucken, ob du noch eine Mod dafür hast, weil wir können drei reinmachen, zwei haben wir nur drin. So ein Flammenmod wäre natürlich ziemlich nice. Da würde ich mich drüber freuen, mein Freund. Hast du da noch irgendwas Schönes für uns?
Nee. Du hast so gut wie keine Mods, kann das sein? Doch, hier kommen welche. Handgriff-Mod. Beim Schießen. Das war's dann aber auch. Schade, nee, hast du nicht. Müssen wir noch warten. Ist ja nicht so schlimm. Geil, kriegen wir das 5er Messer. Wie cool ist das denn? Vor der Rolle? Perfekt. Genau richtig. So, schnell ausladen zu Hause. Dann werde ich noch ein bisschen reparieren. Und dann gehen wir direkt in die Horde rein heute, Leute. Überspringe ich der restlichen Zeit das noch so ein bisschen, was bis dahin noch passiert. Können wir mal ganz kurz hingucken. Zusammen zumindest das Messer anstellen. Dann werde ich noch ein bisschen reparieren. Und dann gehen wir zur Horde. Ich werde mich ein bisschen preparen und dann habe ich trotzdem so einen Akzent drauf. Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles reparieren muss. Vielleicht noch ein bisschen stabilisieren auch. Die haben wir letztes Mal ganz gut drauf gedrückt. Und wisst ihr, was cool ist? Das hier, der Wassersammler. Der sammelt jetzt immer zwei Stück auf. Das heißt, wir haben jedes Mal jetzt 6 Wasser. Das ist richtig geil. So, das lassen wir schon mal durchschmelzen. Wasser nochmal durch. Zack. Messer. Eisen, wir brauchen Leder und Klebeband. Leder. Reicht das Klebeband? Reicht. Schön. Wirst du auch noch hergestellt? Zack. Zack. Oh, wir haben so viel Stuff, ne? Die Kisten werden zu klein. Das kommt noch zum Essen. Jetons. Ich glaube, die kann ich jetzt auch mal wegpacken. Dann nehmen wir lieber die Schrotflinte. Nehmen wir uns dafür Muni mit. Die Muni können wir auch schon mal einpacken. Kann ja sein, dass wir sie benötigen. Mollys lassen wir. Baukram. Wir haben davon fast 1000. Wir haben 6000 Messing. Das ist natürlich eine Menge. Hier nehmen wir ein bisschen was mit. Wird, glaube ich, nochmal was einschmelzen lassen. Dass wir noch ein paar Eisenbarren nebenbei herstellen, während wir die Horde noch feiern. Damit wir auch reparieren können. So, dann kann das raus. Das packen wir jetzt auch alles rüber. Gut ist, Hauptsache es ist weg. Holz habe ich dabei, Steine habe ich dabei. Das Messer ist fertig. Verändern, raus, raus, raus. Verändern, rin, rin, rin. Und dann haben wir ein neues Messerchen. Wie cool ist das denn bitte? Gut, gehen wir kurz nochmal zusammen zur Hordenbase. Gucken wir uns den Spaß nochmal an. Ja, nehmen wir natürlich das Fahrrad. Wir sind ja faul. So. Ja gut, das kann ich halt alles reparieren. Das ist nicht so das Problem. Gut, Leute, ich werde hier noch reparieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur Hordennacht wieder. Freut euch drauf. Ist die zweite. Und ja, bis gleich. Oh, Freunde. Es ist soweit. 21.53 Uhr, 54. Wir können uns jetzt noch schnell einen Snack reinkloppen. Nochmal ein Schlückchen trinken. Und dann fängt der Spaß auch an. 5er Messer ist gecraftet. Ich habe hier hinten nochmal ein bisschen, ja, so einen kleinen Schutz gemacht, falls jetzt irgendwelche Springer oder so kommen, dass sie nicht einfach direkt hier reinspringen können. Ja, sind wir direkt los, ne? Geht los. Wir sind vorbereitet. Wir haben jeden Mist dabei. Er hat noch keine, nur kurze kleine Wanderhorde gehabt. Deswegen haben wir hier noch ein bisschen Stuff dabei. Der hat richtig viel Kohle gedroppt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rennen den Spaß, ne? Komm her, mein Freund. Der erste geht gut los. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und mehr. Und mehr. Und da fliegt der Bein. Und der Kopf. Und daneben. Es wird wieder laut. Rinn. 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 Und direkt ein Level up. Sehr schön. Und rennen.
und mehr. Du kriegst eine Blutung, du kriegst eine Blutung, du kriegst eine Blutung. Ihr kriegt halt alle kostenlose Blutungen. Auch wenn der Kopf dabei abhanden geht. Könnt ihr bitte alle hochkommen? Danke. Nächster bitte. Das Messer ist so geil. Rinderwelt. Und zack. Und hier. Muss mal ganz kurz den Wegpunkt rausmachen. Daneben. Und nochmal. Und ihr. Und du auch den Blutdruck. Und noch einer. Und aua. Das hat mich getroffen. Oh, 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 Leute. Locker bleiben. Einmal kurz verbinden. Wir können da weitermachen. Ich muss nur treffen, ne? Das ist so die Problematik dabei. Und dann bluten sie nach und nach aus. Wo bist du denn auf einmal her? Oh, die Rote ist auch dabei. Oh, so nicht. Ich wollte mich erst mit deiner Freundin beschäftigen. So. Ja, es macht Spaß. Dieses Gemetzel am Blutmond. Ist der Knaller. Wir haben wirklich kaum Ausdauerprobleme. Und der nächste. Und nochmal. Kopflose Reiter hier. Wie sieht es hier unten aus? Ganz okay noch. Wir brauchen die nächsten Wellen, Leute. Also zum letzten Mal habe ich auch nichts an Blutmond verändert. Es sind immer noch dieselben 12 NPCs, die auf uns zurennen, die 12 Zombies. Aua. Guck nicht so. Au. Au, 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 au. Der hat mich getroffen. Aber ihr seht es ja unten rechts auf die EP schnell nach oben. Oh, geil. Ich bin froh, dass mich dieses Messer so über Wasser hält. Au. Hör auf. Er duckt sich. Und sie kriegt eine Schelle. Und da haben wir eine Gehirnerschütterung. Das ist... Au. Schnell eine Tablette nehmen dagegen. Ist das der erste Backass? Hör auf, meine Basekappe zu machen. Oh oh, unten ist der erste Stein kaputt gegangen. Also manchmal haben sie echt Gummiarme. Dann blutet halt so aus, ist mir egal. Hauptsache ihr blutet aus. Au. Oh oh. Infiziert, Schürfwunde, alles. Das wollte ich nicht. Honig hätte ich ganz gern. Und dann machen wir wieder nochmal weiter. Sollte vielleicht nochmal nachladen vorher. Was ist los? Ihr beiden Zwillinge, hä? Unten habe ich halt gerade einen Stein kaputt
hören gehen quasi. Kaputt gehen hören. Und wieso? Ihr wisst, was ich meine. Also Block haben sie unten rausgeschlagen. Oh, da ist ein Springer, das meinte ich. Jetzt ist mein Arm verstaucht. Das ist nicht gut. Houston. So langsam habe ich das Gefühl, wir kriegen ein Problem. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich habe zu viele Hits kassiert. Bevor ich das Messer drauf gehabt habe, ist es schon kaputt gegangen. Oh, ich krieg ein bisschen Krampf im rechten Finger. Oh, was war das für ein Hit? Nimm mal so einen, bitte. Einmal ausdünnen. Also mit Waffen werde ich nicht warm, ich sag's euch. Boah, kurze Pause. Ein Büchlein. Wie schön er nach hinten gesprungen ist quasi. Ich weiß nicht, ob diese Base noch eine dritte durchhalten würde. Ich glaube, da müssen wir wirklich dran arbeiten. Puh. Mein Arm ist halt verstaucht. Das stört total. Dadurch fehlt ganz schön viel Leben. Ich habe so das Gefühl, die kommen hier nicht alle hoch. Nicht, dass wir gleich unten liegen alle auf einmal. Weil unsere Hordenbase kaputt gegangen ist. Nee, nee, nicht so. Oh. Wieder so ein komischer Hit. Ja, die hält noch gut durch. So, 2 Ingame-Stunden noch. Oh mein Gott, ich habe schon wieder so wenig Leben. Durch einen Hit oder was ist das jedes Mal? Also meine Schürfwunde ist auch gleich weg. Ups.
Da wollte ich dich jetzt nicht treffen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Das war keine Absicht. Bei dir ins Knie. Und da fehlt jetzt der Kopf. Oh! Was war denn das für ein Abstecher? Triple Kill. Oh nein, doch nicht. Doch. Oh, da hackt man noch das Bein ab. Jetzt. Aber gut hier. Lass das. Das ist so cool. Das war knapp. Bin überladen. Put, 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 put. Da duckt er sich weg. Also wenn ich es jetzt unten noch als 3x3 verstärken würde, dann würden sie nicht durchbrechen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sie versuchen, von unten zu kloppen. Oh Gott! Was tue ich? Ich wollte einfach ganz kurz aufmachen, damit die von unten nach oben kommen. Damit der Weg getriggert wird. Oh, der nächste Stein unten ist kaputt. Also das Ausmaß gucken wir uns gleich mal an. Au. Oh, ich find's gut, dass wir so viele große Verbände haben. Spring noch mal. Jetzt ist auch noch mein Bein verstaucht. Arm verstaucht, Bein verstaucht. Oh, wir haben richtig auf die Fresse gekriegt. Hohohoho. Hälfte leben nur noch. Achso, die hintere treffe ich. Eine Stunde noch. Das halt mal durch. Au. Bisschen auf Nummer sicher gehen. Oh, die Klappe ist weg. Ist ja gleich mitgekriegt. Eine Klappe weniger. Naja, wird doch enger. Wer da blutet? Lass uns mal Verband reinkloppen. Was macht ihr da? Sah fast, als wenn sie drüber klettern würden.
Au, au, au. Wie sie sich da hochquetschen. Oh mein Gott. Ich wollte die Tasche haben. Guck dich nicht so weg. Wow. Die ist unzerstörbar. Nö. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war mal eine knackige Horde. Was machst du denn da oben? Ich bin hier unten. Wow, sie haben echt gut was weggeknüppelt da. Junge. Kannst du dich nicht entscheiden? Horde überlebt, Leute. Aber die Schäden sind nicht ohne, muss ich sagen. Ein Vehikelbuch. Das ist so schön. Naja, immer ein paar Taschen. Gut, wir müssen jetzt mit ein paar Blessuren. Nehmen wir erstmal einen Honig. Bikerhandschuhe. Handyland. Das Vehikelbuch. 18. Das kann weg. Und das können wir noch lernen. Jo, sie haben richtig gut was zerstört. Also da hätte schon was zusammenkrachen können, sobald. Leute, Horde überlebt. Ich glaube, der dritte hält das Ding nicht durch. Wir müssen uns was überlegen. Werden wir tun. In diesem Sinne, beruhigen wir uns erstmal und sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.